ÖVP-Landeshauptmann Christopher Drexler forderte unlängst strengere Bestimmungen bei der Verleihung von Staatsbürgerschaften. Dass diese dringend notwendig sind, zeigt ein erst unlängst vereitelter Terrorangriff zweier Schüler in Bruck an der Mur und zahlreiche antisemitische Übergriffe der letzten Zeit. Die Freiheitlichen wollten im Rahmen der 50. Sitzung des Landtags wissen, wie der ÖVP-Landeshauptmann seine erhobenen Forderungen erreichen möchte. Wir haben den Landeshauptmann heute befragt zu einem wichtigen Thema, nämlich dem Thema der Staatsbürgerschaft. Er ist als Landeshauptmann auch entsprechend zuständig, auch in der mittelbaren Bundesverwaltung. Und ja, wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass die falschen Menschen zu uns gekommen sind und oftmals auch die falschen Menschen die Staatsbürgerschaft erhalten haben. Es braucht hier strengere Regeln. Es braucht hier ganz klar auch den Willen der Politik, hier diese Regeln auch zur Anwendung zu bringen und auch ganz klar zu sagen, wenn jemand bei uns die Staatsbürgerschaft erhält, hat er sich A, an unsere Werte zu halten, B, an unsere Rechtsordnung zu halten. Genau das ist in den letzten Jahren nicht passiert. Wir nehmen den Landeshauptmann beim Wort, wenn er sagt, er setzt sich hier ein für strengere Regelungen, auch auf Bundesebene. Aber eines ist auch klar, gerade bei der ÖVP muss man da ganz genau hinschauen, ob das dann letztlich auch passiert. Genau das werden wir freiheitlich auch tun. Darüber hinaus standen auch die umstrittenen Leitspitalspläne der Landesregierung im Fokus der Debatte. Weitere Leistungseinschränkungen und Krankenhausschließungen sind zu befürchten. Wir haben vor einigen Monaten eine Anfrage an die damalige Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß gestellt, mit dem Ziel zu erfahren, wie es eigentlich dann in Zukunft in der Steiermark im Gesundheitsversorgungssystem hinsichtlich von Leitspitälen oder der Etablierung von Leitspitälen aussieht. Die Anfragebeantwortung war sehr schwammig, deshalb haben wir die heutige Landtagssitzung dafür genützt, um den neuen Gesundheitslandesrat zu fragen, wie eigentlich die Leitspitalsituation dann in Zukunft sich gestalten wird. Die steirische Landesregierung ist ja Verfechter der Leitspitäler. Man sieht in Lietzen, wo drei Krankenhäuser geschlossen werden und ein Leitspital errichtet wird. Und in weiterer Folge gilt es für uns immer abzufragen, ob in anderen Regionen ebenfalls Leitspitäler etabliert werden und Krankenhäuser geschlossen werden. Auch hier konnte der Neo-Gesundheitslandesrat Kornhäusl nicht wirklich Antworten geben. Kurzum, es wird so sein, dass die steirische Bevölkerung mit weiteren Leistungsreduktionen rechnen muss, aber auch mit weiteren Krankenhausschließungen, weil der Gesundheitslandesrat Kornhäusl die Etablierung oder die Errichtung von weiteren Leitspitälern nicht ausschließen konnte.